Moin, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 18. Im letzten Vlog haben wir hier mit der Kulturegge die ganzen Fahrspuren vom Mistentsorgen, vom Mistverteilen weggemacht. Jetzt bin ich mit der Schleppe hier und schleppe das alles einmal über. Kann man den Unterschied sehen? Ja, ich denke, dass das wieder eine richtig schön ebene Fläche wird. Gut, dann machen wir das so. Jo, jetzt bin ich hier angekommen. Also die Fläche, die neulich komplett unter Wasser stand, da ist jetzt nur noch so ein ganz kleiner See. Aber hier ist das immer nass. Ja, im Sommer geht es natürlich besser als im Winter, ist klar. Aber jetzt so eine Woche trocken hilft auch schon echt ganz gut. Also hier vorm Unterstand ist gepflastert. Und überall da, wo nicht gepflastert ist, sind derzeit noch unsere Fahrspuren. Weil da der Misthaufen lag. Das ziehe ich jetzt alles ein bisschen glatt Richtung Wiese, dass das vernünftig abtrocknen kann und dann so aussieht wie die andere Fläche, auf der wir eben schon waren. Hier reicht das, wenn wir das einfach ein bisschen glatt ziehen und dann kann das schön abtrocknen. So machen wir es jetzt. Ganz angenehm, dass wir im Moment so viele Wiesen haben, auf denen ich arbeite, wo keine Pferde stehen. Vielleicht die Tore mal auflassen. Ich bin ja auch ein bisschen faul und deswegen möchte ich nicht so oft vom Trecker auf- und absteigen. Hier vorne, hier haben wir mit dem Mistanhänger umgedreht und sind dann hier rückwärts reingefahren, weil der kleine John Deere davor hing und der hat das nicht gepackt hat durch den tiefen Matsch. Genau, deswegen sind hier auch noch so tiefe Spuren, die mache ich auch direkt mit weg. Und dann wird das gut, denke ich. Achso, ich kann euch direkt hier lassen eigentlich, ne? Ihr müsst ja nicht immer mit hin und her rennen. Reicht ja, wenn ich das mache. Einmal neues Akku reingemacht. Ich hänge euch hier mal irgendwo hin, dann könnt ihr mir zugucken. Ich mache einen Zeitraffer an. Jetzt mittlerweile bin ich echt froh, dass ich den Trecker noch nicht gewaschen habe. Spätestens nach dieser Wiese, naja, was man halt so Wiese nennt, wäre das hinfällig gewesen. Aber es klappt eigentlich so ganz gut. So lasse ich das, jetzt kann das noch mal ein paar Tage abtrocknen. Hier vorne habe ich auch direkt ein bisschen mit abgezogen. Hier vor dem Stall, da können wir sonst auch noch mal eben hingehen. Ja, ist jetzt halt alles ein bisschen glatt gemacht. Dann kann das ein bisschen besser abtrocknen, ne? Ja, an einigen Stellen bin ich nicht so gut hingekommen, weil es auch da sehr tief war noch. Aber das ist nicht so schlimm, denke ich. Hier müssen wir dann die nächsten Tage noch mal her. Wenn das Wetter jetzt so bleibt, wie es angesagt ist, ist das ziemlich gut. Kann das jetzt oberflächlich noch mal abtrocknen, dann schleppen wir das noch mal ab. Und dann, wenn wir das noch mal geschleppt haben, ist es dann auch gut. Dann können hier wieder Pferde her, wenn das weiterhin so abtrocknet. Sehr schön. Jetzt fahre ich wieder zurück zu der Fläche, wo ich vorher war. Und gucke da, ob ich da nochmal schleppen kann, ob sich das schon geändert hat jetzt. Ansonsten sehen wir uns am Hof.
Moin, es ist Samstag früh. Heute fahre ich zum Studentenreitturnier. Hier auf dem Hof ist noch nichts los. Ich hänge jetzt meinen Anhänger an, hole mein Pferd von der Wiese, das andere stehe ich in der Box. Dann fahre ich mit zwei Pferden dahin. Um 10.15 Uhr ist der erste Start. Und dann verteilt sich das über das restliche Wochenende. Bleib über Nacht da mit den Pferden. Und morgen fahre ich dann wieder zurück. Da vor Ort muss ich mal gucken, wie viel ich filmen kann. Aber jetzt bereiten wir hier das erstmal alles so weit vor, dass ich losfahren kann. Super, ist nicht hoch genug. Ja. Kann ja keiner ahnen. In einigen Situationen ist eine Rückfahrkamera auch einfach Gold wert, ne? Zum Beispiel, wenn man alleine Anhänger anhängt. Schon einfach super. Gut, ich melde mich, sobald ich bei meinem Pferd bin. Bis gleich. Bin jetzt hier bei Pilara angekommen. Die stehen da hinten noch alle, genießen die Sonne. Hier muss heute Futter aufgefahren werden, muss ich Martin gleich noch sagen. Dass der das macht, ich bin ja nicht da. Ja, ich hole jetzt Pilara und dann geht's wieder zurück auf den Anhänger. Lara sagt auf jeden Fall, mehr oder weniger motiviert ist sie dabei. Aber sie hat schon mal jedenfalls alle Zöpfe drin gelassen. Bin ich schon mal sehr begeistert. So, Jungpferd bleibt hier. Die Lara kommt mit. Los. Aber wir machen das hier nicht zum ersten Mal, ne? Komm, raus, da lang. Türe zu. Ja, kann stehen bleiben, Pilara. Alles gut. Elektrolitze noch wieder zu. So, dann laufen wir zurück zum Hof. Bis gleich. So, Pilara startklar. Ich glaube, Little Lady frühstückt noch eben zu Ende. Die hat gerade noch mal Futter gekriegt. Die hat ja erst heute Abend ihre erste Prüfung. Guten Morgen. Auch noch alle Zöpfe drin. Spitze. Ich glaube, ist fertig mit Frühstück. Dann können wir gleich verladen. Ich muss gleich noch einmal Kopfnummern holen. Also ein Etui angebaut an die Trense sind die schon. Geht's gleich los. Anhänger schon vorbereitet. Auto ist jetzt auch ganz gut voll. Das sind Pilaras Sättel. Dressursattel für heute Morgen. Springsattel für morgen früh. Das ist Little Lady Springsattel für heute Abend. Ja, Gamaschen, bisschen Futter, Stiefel, Abschützdecke, Helm. Ja, ich hoffe, ich habe dann an alles gedacht. Equinpässe habe ich dabei. Dann ist das soweit, glaube ich, schon mal alles ganz gut.
die Prüfungen, die heute geritten worden sind, da haben sich die Pferde echt gut benommen. Das hat richtig gut geklappt. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. War ein schöner Tag. So, der erste Tag Turnier ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir es 17.39 Uhr. Hier ist jetzt nichts mehr mit Reiten. Die Pferde stehen im Stall in der Box. Mein Auto übernachtet hier auf der Wiese. Ich muss mal gucken, ob ich morgen vielleicht noch mal im Stall filmen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Ansonsten melde ich mich auf jeden Fall, wenn ich auf dem Heimweg bin. So, es ist Sonntag. Ein sehr ereignisreiches Wochenende. Neigt sich dem Ende. Ich habe schon wieder verladen. Sieht man nicht, ist zu eng im Anhänger. Ne? Heute die Springprüfungen waren sehr gut. Da haben wir echt die Hütte abgerissen. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Und sobald ich am Abladen bin, melde ich mich wieder. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Das erste Pferd habe ich am Hof schon rausgelassen. Bilara steht noch im Anhänger. Die lade ich jetzt eben ab und stelle sie auf die Wiese. Und dann muss sie die ganzen Sättel wegräumen. Gut, ich lade ab. Jetzt ist hier direkt Stimmung auf der Wiese. Endlich wieder die große Freiheit genießen. Nach einer Nacht in der Box. Ach, wie schön. Gut, ich fahre zurück zum Hof und mache den Anhänger sauber, lade die Sachen aus und dann fahre ich wieder auf Turnier zur Siegerehrung. Ich hoffe, ich schaffe das pünktlich, aber ich wollte die Pferde vorher weg haben. Sonst stehen die da so lange rum. Das ist ja auch blöd. Wird das nachher alles so spät? Dann habe ich es lieber in Kauf genommen, dass ich eventuell die Siegerehrung verpasse. Aber ich werde sehen, ob ich es schaffe. Jo, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Das Turnier war sehr erfolgreich. Das war gut. Auf so einem Studententurnier starten ja norddeutschlandweit alle Mannschaften, die reiten dann gegeneinander. Samstags ist dann immer Dressur und sonntags ist Springen. Genau, jetzt fahre ich nach Hause, fahre noch schnell ein bisschen was einkaufen und dann melde ich mich, sobald ich zu Hause angekommen bin. Gut, ich bin jetzt zu Hause wieder angekommen. Ich habe es noch tatsächlich pünktlich zur Siegerehrung geschafft. Bin da aufs Turniergelände raufgefahren und 5 Minuten später hat es angefangen. Also das war alles gut. Es wurden jetzt 12 Mannschaften platziert. Wir sind mit unserer Mannschaft aus Braunschweig Zweiter geworden. Ja, war ein sehr erfolgreiches Wochenende, hat viel Spaß gemacht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr guckt das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin reingehauen. Tschüss.